Hallo, ich bin Philipp Haas von Investor Search Aktienbildung und in diesem Video geht es um New Relic. Das ist ein Anagramm von dem Gründer, also Anagramm ist, da werden die Buchstaben vertauscht und dann gibt ein neues Wort, ja, weiß ich aus Harry Potter. Und sie sind die führende Firma, um zu schauen, ob die Software einer Firma funktioniert oder wo die Fehler sind und das alles live. Plus man kann da zum Beispiel dann auch live Daten analysieren und irgendwelche KPIs, also Key Performance Indikatoren, auslesen. Und manchmal hat man zum Beispiel in der Firma mal gesehen, wie viele Leute haben heute verkauft in dieser Minute und solche Sachen gehen damit. Wichtig ist aber auch, wenn ich halt meine Software verbessere, dann kann ich immer sehen, wo es irgendwie Probleme gibt, bei welchem Browser oder wo das irgendwie hängt. Also ich kann mir solche Dashboards bauen. Ja, wir sehen jetzt hier, wie das aussieht. Also es ist eine moderne Cloud-Firma, die auch mit im Abo-Modell abrechnet, was ja sehr attraktiv ist und geht auch so in die Analyse mit rein, hat natürlich so eine große Firma als Kunden. Ich habe natürlich nicht mit New Relic gearbeitet. Wenn es mal jemand kennt, gerne auch kommentieren. Wäre ich auch interessiert an der produktseitigen Erfahrung. Und das Wichtigste ist, die entwickeln sich natürlich immer weiter, ist diese New Relic One Plattform. Und da sehen wir zum Beispiel hier, sieht man diesen Funnel, was ja auch immer wichtig ist im Online-Business. Ich sehe, wie viele Leute gehen irgendwo hin und wie froh verliere ich die. Liegt das irgendwie an der Webseite? Kann man also deutlich viel verbessern, Kosten sparen. Zum Beispiel Delivery Hero nutzt New Relic und konnte damit einfach auch stark wachsen, da man einfach dann auch die vorhandene Software und Infrastruktur besser einsetzen kann, weil manchmal habe ich ja vielleicht zu viel von dem einen und zu wenig von dem anderen. Das Problem ist natürlich, insgesamt ist der Markt nicht so riesig, weil natürlich vor allem große Firmen und Softwarefirmen dafür in Frage kommen und es ist dann doch so ein Add-on, was man nicht unbedingt haben muss. Aber wir sehen hier, es gibt auch viele verschiedene weitere Produkte wie New Relic Mobile, Synthetics. Würde jetzt hier zu weit führen, aber man muss einfach wissen, es ist eine der Cloud-Firmen und Business-Software, was natürlich sehr gut gelaufen ist, wo es auch abstruse Bewertungen gab. Der Vorteil von New Relic ist, sie sind immerhin auf einer Adjusted-Basis profitabel, was aber für eine Firma nicht so ist. Und auch die Kultur ist wirklich sehr positiv bewertet. Wir sehen es hier, 97% beförderten den Geschäftsführer und es gibt doch auch sehr gute Noten insgesamt für die Firma, was bei den meisten Firmen dieses Sektors so ist, eine 4,6, aber nicht bei allen. Und ich finde der Cloud-Firm immer sehr schwierig, weil oft sehr, sehr teuer geworden. Hier, wenn man es zumindest auf einer Umsatzbasis sieht, sind wir bei 7,5 plus, sie haben noch Netto-Cash, dann kommen wir so auf 6,5 runter. Das ist in dem Sektor von den Cloud-Firmen sogar noch relativ günstig, zumal sie profitabel sind, wachsen natürlich nicht ganz so schnell, das ist um die 30%, da gibt es natürlich Firmen, die auch noch schneller wachsen, aber wir können es jetzt mal mit dem fairen KGV und fairen KUV anschauen und da sehen wir, dass es insgesamt eine Gesamtbewertung von 8,8 gibt, das wäre ein faires KGV von 28. Wenn wir jetzt mal eine Nettomarge anlegen von 30% im eingeschwungenen Zustand, kommen wir immerhin zum fairen KUV von 8,4. Das heißt, die Firma wäre nach dem Umsatzmultiple nicht unterbewertet, aber zumindest im Sektor noch vertretbar bewertet. Es gibt auch überall gute Noten, weil das Wachstum ist da, sie sind profitabel. Nur bei der Marktgröße habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Da gibt es nur eine 6 als Note. Und die Aktie kam auch mal wieder runter. Wir haben das auch hier gesehen. Sieht es eigentlich auch so vom Momentum her gar nicht mehr so schlecht aus. Also wer sich für Cloud-Firmen interessiert, sollte sich auch mal New Relic anschauen. Machen, glaube ich, einen ganz guten Job. Man müsste aber es natürlich auch produktseitig noch besser verstehen. Aber ich sehe weniger Rückschlagpotenzial als zum Beispiel Firmen, die hier Kursumsatzverhältnis von 20 oder mehr haben, da dann auch mal das Wachstum schnell zusammenkrachen kann und damit auch das Multiple. Das war also kurz und knapp meine Vorstellung und Analyse zu New Relic. Gerne posten, wenn ihr mehr dazu kennt.